Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Last of Us Remake. Schön, dass ihr wieder am Start seid, Freunde. Wir machen weiter. Und wie immer natürlich Dankeschön an alle Unterstützer. Ja, Joel, komm. Okay, jetzt versuch es, mit irgendwas aufzuheben. Steht da noch länger rum. Ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Gut. Ey, sowas könnte ich auch ausrasten, ne? Okay, los! Okay, es geht schon. Es geht schon. Ah, schön. Erstmal Ruhe. Da. Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Lecker, lecker, lecker. Mann, das sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Ja, Freunde, ja, wie gesagt, auch nochmal danke. Gerne weiter unterstützen mit einer Bewertung. Und ja, auch gerne die Videobeschreibung abchecken, Gewinnspiele mitmachen. Abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr kennt das. Ihr kennt das, Freunde. So. Ah, die Rauchbombe, ne? Naja. Ich glaube, die Rauchbombe ist, glaube ich, die Waffe, die ich am wenigsten benutzt habe. Oder das Gadget, oder wie auch immer du das nennen möchtest. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Und bringst du viele Unschuldige um? Das heißt dann wohl ja. Versteh es, wie du willst. Hier schlafen diese Typen wohl. Oder schliefen. Ja, wohl eher schliefen. Na, was haben wir hier Schönes? Kapitel 2. Verbesserte Effektivität erster Hilfemaßnahmen auf dem Feld. Schienung. Schienen werden zur Stabilisierung verletzter Körperpartien benutzt. Erste stabile Gegenstände. Stabile Gegenstände eignen sich gut als Stütze. Sind diese nicht verfügbar, reicht auch gerollter Stoff. Gerollter Stoff? Ja, stimmt. Ja, gut, wenn du. Ja, aber man muss schon hart gerollt sein. Zweitens, Schienen sollten über die Verletzung hinaus verlängert werden, um den verletzten Körperteil Bewegungsunfähigkeit zu machen. Unfähig zu machen, mein Gott. Lesen sollte gelernt sein, ne? Medikits 33% stärker. Ah, nice. Das ist ganz gut. Eindringlinge werden erschossen. Auf Überlebende wird nochmal geschossen. Okay. Ja. Unschuldige hat es nicht getroffen hier. So, Seide. Eine Karte der Hunter-Hinterhalt-Punkte. So. Das ist ein guter Platz. 62 nur seit dem letzten Mal? Willst du mich verscheißern eigentlich? Ach ja. Ja, komm. Wenn es alles so einfach wäre, ne?
Gut. Das wird uns helfen. Ja. Ich mag eigentlich schon ganz gerne den Revolver. Nicht, dass sie infiziert waren. Mir egal. Wir müssen weiter. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie! Langsam! Wart auf mich! Was? Ich bin hier! Wie wär's, wenn ich vorgehe? Und dann nicht so laut. Okay. Das haben sie uns angetan. Mein Gott, wie langsam das hier alles zusammenkommt. Ich pfeife. Oh, gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Oh, das ist Wahnsinn. Super! Yippie! Das würde Ellie gefallen. Savage Starlight Terminierungsschock. Savage Starlight. Kann ich es ihr direkt geben jetzt? Den Comic? Weiß nicht. Helly, Deckung! Ich hab den Schießen gelernt! Helly, runter! Jawoll! Gleich da! Ich werde. Geil! Nicht verlieren! Warum, ihr werdet verlieren? Diesem Auto! Hat sich der Stress gelohnt? Oh je. Glaube nicht. Junge! Warum bewegen die sich aber immer wieder? Ohne. Zum Thema Brutalität, oder? Zum Thema Brutalität. Ey, wie geil, hier liegt ein scheiß Stein. Wow, super. Verdammt nochmal. Okay, machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele Band 2 von Will Livingston. Gehen wir weiter. Du läufst durch den Wald und siehst einen Pilz. Was tust du? Austrinken. Aha. Warum steht das Pilz im Wald? Weil Tannenzapfen. Was sagt man über einen verstorbenen Spanner? Der ist weg vom Fenster. Na. Spielt ein einarmiger Karten. Ist das Mission Impossible? Oh nein, das war falsch. Warte, ich lese nochmal. Spielt ein einarmiger Karten. Ist das Mission Impossible?
Ach, ich hab's versaut. Wie heißt die offizielle Weltmeisterschaft der Exhibitionisten? Oh. Trench Open. Der ist furchtbar. Selber furchtbar. Verstehst du überhaupt, was das heißt? Nein, aber egal. Okay, genug. Erstmal. Ah, ja, sehr flach alle, aber ja. Gut übersetzt aber, muss man sagen. Die waren echt gut übersetzt. Vor allem diesen mit den Tannenzapfen. Was das für. Was ist wohl. Wir schaffen das. Ein Joke auf Englisch ist, das wow, passt ja nicht. Seltsam. Wirklich. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Junge. Geil. Einfach damit, mit diesem Scheißteil einfach schon befeuert. Lebensmittel. Wir haben Troy Hill an den übelsten. Ne, wir haben Troy Hill an das übelste Gesindel verloren, das je eine Waffe in der Hand hatte. Aber die Schweine sind schlau. Sie haben einen unserer Granatwerfer gestohlen. Wir hatten keine Chance. Zusammen mit dem Strip District genommen, kontrollieren sie jetzt den ganzen Fluss. Für den schwierigen Rückzug ist fast nur noch die Hälfte unseres Trupps übrig. Ich bete zu Gott, dass Jeremy und Pam noch leben. Die sind auf der anderen Seite des Flusses stecken geblieben. Ach, hier nochmal die Erklärung. Ne? Naja. Da stand Stufe 4 aber auch nicht mit drin. Ne? Mann, immer die falsche falsche Taste. So, die können wir auch mal nutzen hier, den die Pfeile. Korrupte Schweine! Ihr sterbt, bevor wir verhungern. Ich war Hunter. Ja, ich auch. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind, okay? Wir haben die ganze Nacht Eindringlinge gejagt. Oh ja, da hast du mitgemacht. Hab davon gehört. Ja, das eine Mädel wollte einfach nicht aufgeben. Sie hatte verdammt viel Energie. Es hat ein paar Minuten gedauert, die anderen zu erledigen. 5 Stunden, um sie zu erledigen. Mann, manchmal muss man sich echt verdienen. Ja, vielleicht. Wir wollten gerade aufgeben. Und der zweite war überflüssig. Kommt doch. Na, wo seid ihr, Schweine? Geh mal weg, Ellie. Du stehst schon wieder voll im Weg, ey. Oh, verdammt! Ich höre rechts was. Die Gasse! Mist! Wo sind die denn? Komm mal raus, ihr Schweine! Dort rechts! Wo kommt er denn her? Oh Mann! Er war gut! Wer hätte mich gesehen? Der da hinten? Ist er an mir vorbeigelaufen? So wie ich an ihm? Oder? Oh.
Wieso Mist? Der war doch gut. Was willst du denn? Das sind böse Leute, die erschossen werden. Verdammt. Da links. Verdammt. Da rechts aber auch was gehört. Vorsicht! Hier ist auch eine Leiche. Links ist da gar nichts. Ah, doch, da hinten ist einer. Ganz langsam jetzt. Na, wo ist er? Ja. Ist auch schon ein bisschen komisch, dass der Bogen so stark ist eigentlich. Ne? Ein Stehtreffer von hier. Bin ich Legolas sein Vater. Kommt der doch nicht. Wenn ich den jetzt treffe, bin ich Legolas sein. Er ist da drin! Sein Bruder! Jawohl! Scheiße! Klar doch, Sorbulas. Der aller echte. Ja, komm, ja, wie soll das werden? Hab ihn vor allen Dingen. Ja. Mal die Waffe, bitte. Was ist das denn jetzt wieder für ein Quatsch? Bisschen Pfeile einsammeln. Komm mal raus, jetzt Schweinebacken. Ich glaube, oben müssen wahrscheinlich noch ein paar Leute sein. Wo seid ihr denn? Die sind oben. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, es ist besser, erstmal alle auszuschalten und dann nochmal zu looten in Ruhe. Geh doch nach links hin. Er ist hier drüben. Im Durchgang. Okay, los. Warum komme ich nicht dahinter jetzt? Das ist komisch. Er ist hier drüben. Wie das wackelt hier, wa? Ja, 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 ja. Wo sind sie denn jetzt? Ah, da ist er doch. Das wird ihn richtig wegscheppern. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Wenn du in so einer Welt stirbst, dann so, oder? Dann merkst du nämlich gar nichts. Ja. Mal schauen, wie das geht. Das war verdammt knapp. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte?
Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Kann ich ihr den Comic jetzt geben? Oder wann ist das? Wann kann ich ihr den denn geben? Ey? Naja. Gut. Ja. Mann. So viele Bücher. Hätte ich doch bloß mehr Platz im Rucksack. Du liest also gern, hm? Wenn ich nicht vor Huntern und Infizierten weglaufe? Ja, dann lese ich gerne. Jetzt wäre eine gute Möglichkeit. Naja, dann halt nicht. Komisch. Na gut. Ist auch eine gute Gelegenheit, hier erstmal aufzuhören, Freunde. Wir machen beim nächsten Mal gerne weiter, wenn ihr Bock habt. Danke fürs Zusehen. Wir hören uns und haut rein. Tschüss.